Hello everyone, welcome to my video series on learning German for beginners. Today we are going to talk about medical emergencies. Der Verletzte. Der Verletzte. The injured. This is male, der Verletzte. And the female form is die Verletzte. Die Verletzte. The injured, but this time it is a female. Die Verletzte. Der Notarzt. Der Notarzt. The emergency physician. Der Notarzt. Das Krankenhaus. Das Krankenhaus. The hospital. Das Krankenhaus. Der Krankenwagen. Der Krankenwagen. The ambulance. Der Krankenwagen. Sich wohlfühlen. Sich wohlfühlen. To feel good. Sich wohlfühlen. Wehtun. Wehtun. To hurt. Wehtun. Untersuchen. Untersuchen. To examine. Untersuchen. Die Krankenversicherung. Die Krankenversicherung. The health insurance. Die Krankenversicherung. Die Infusion. Die Infusion. Die Infusion. Die Infusion. Das Verband. Das Verband. The bandage. Das Verband. Der Rollstuhl. Der Rollstuhl. The wheelchair. Der Rollstuhl. Der Arzt. Der Arzt. The doctor. This is male, der Arzt, and for a woman you say die Ärztin. Die Ärztin. The doctor, but this time it is a woman. Die Ärztin. Die Krankenschwester. Die Krankenschwester. Schwester, the nurse. Die Krankenschwester. Das Wartezimmer. Das Wartezimmer, the waiting room. Das Wartezimmer. Die Röntgenaufnahme. Die Röntgenaufnahme. The X-ray image. Die Röntgenaufnahme. Das Untersuchungszimmer. Das Untersuchungszimmer.
the examination room. Das Untersuchungszimmer. Das Krankenbett. Das Krankenbett. The hospital bed. Das Krankenbett. Das Krankenzimmer. Das Krankenzimmer. The hospital room. Das Krankenzimmer. Der Patient. Der Patient. The patient. Der Patient. This is male, and for a woman you use die Patientin. Die Patientin. The female patient. Die Patientin. Können Sie mir bitte helfen? Können Sie mir bitte helfen? Can you help me, please? Können Sie mir bitte helfen? Es geht mir nicht gut. Es geht mir nicht gut. I do not feel well. Es geht mir nicht gut. Ich brauche einen Arzt. Ich brauche einen Arzt. I need to see a doctor. Ich brauche einen Arzt. Es geht ihm nicht gut. Es geht ihm nicht gut. He does not feel well. Es geht ihm nicht gut. Gibt es ein Krankenhaus in der Nähe? Gibt es ein Krankenhaus in der Nähe? Is there a hospital near here? Gibt es ein Krankenhaus in der Nähe? Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus. Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus. Take me to the hospital, please. Fahren Sie mich bitte zum Krankenhaus. Ich brauche Medizin. Ich brauche Medizin. I need some medicine. Ich brauche Medizin. Es tut hier weh. Es tut hier weh. It hurts here. Es tut hier weh. Die Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen. The headache. Die Kopfschmerzen. Sich krank fühlen. Sich krank fühlen. To feel ill. Sich krank fühlen. Das Fieber. Das Fieber. The fever. Das Fieber. Die Erkältung. Die Erkältung. The cold. Die Erkältung. Gute Besserung. Gute Besserung. Get well soon. Gute Besserung.
Guten Tag. Guten Tag. Good day. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Wie geht es Ihnen? How are you? Wie geht es Ihnen? Nicht so gut. Nicht so gut. Not so good. Nicht so gut. Ich habe starke Kopfschmerzen und mein Hals tut weh. Ich habe starke Kopfschmerzen und mein Hals tut weh. I have a bad headache and my throat hurts. Ich habe starke Kopfschmerzen und mein Hals tut weh. Wie lange fühlen Sie sich schon krank? Wie lange fühlen Sie sich schon krank? How long have you been feeling ill? Wie lange fühlen Sie sich schon krank? Seit ungefähr 3 Tagen. Seit ungefähr 3 Tagen. For about 3 days. Seit ungefähr 3 Tagen. Haben Sie auch Fieber? Haben Sie auch Fieber? Do you have a fever as well? Haben Sie auch Fieber? Nein, kein Fieber. Nein, kein Fieber. No, no fever. I have no fever. Dann ist es nur eine starke Erkältung. Dann ist es nur eine starke Erkältung. Then it's just a bad cold. Dann ist es nur eine starke Erkältung. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Schmerztabletten. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Schmerztabletten. I give you a recipe for painkillers. Ich gebe Ihnen ein Rezept für Schmerztabletten. Vielen Dank. Vielen Dank. Many thanks. Vielen Dank. Gerne. Gute Besserung. Gerne. Gute Besserung. Gladly, get well soon. Gerne. Gute Besserung. Danke, auf Wiedersehen. Danke, auf Wiedersehen. Thank you and goodbye. Danke, auf Wiedersehen. Was führt Sie zu mir? Was führt Sie zu mir? What brings you here? That is what the doctor says. Was führt Sie zu mir? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? What can I do for you? Was kann ich für Sie tun? Können Sie einen Arzt rufen? Können Sie einen Arzt rufen? Can you call a doctor? Können Sie einen Arzt rufen? Ich muss zum Arzt. Ich muss zum Arzt. I need to see a doctor. Ich muss zum Arzt. Ich bin krank. Ich bin krank. I'm sick. Ich bin krank.
Ich habe eine Allergie gegen Penicillin. Ich habe eine Allergie gegen Penicillin. I have an allergy to penicillin. Ich habe eine Allergie gegen Penicillin. Mein Kopf tut weh. Mein Kopf tut weh. My head hurts. Mein Kopf tut weh. Haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Have you measured your temperature? Haben Sie Ihre Temperatur gemessen? Haben Sie Fieber? Haben Sie Fieber? Do you have a fever? Haben Sie Fieber? Ja, seit gestern. Ja, seit gestern. Yes, I do since yesterday. Sie gehören ins Bett. Sie gehören ins Bett. You should stay in bed. Sie gehören ins Bett. Sie haben Grippe. Sie haben Grippe. You have a flu. Sie haben Grippe. Ich schreibe Sie krank. Ich schreibe Sie krank. I'll give you a sick leave receipt. Ich schreibe Sie krank. Sie bekommen eine Krankenmeldung für Ihren Arbeitgeber. Sie bekommen eine Krankmeldung für Ihren Arbeitgeber. You will get a sick note for your employer. Sie bekommen eine Krankmeldung für Ihren Arbeitgeber. Ich erstelle ein Rezept für Medikamente gegen den Husten. Ich erstelle ein Rezept für Medikamente gegen den Husten. I will write a recipe for medicines for the cough. Ich erstelle ein Rezept für Medikamente gegen den Husten. Herr Müller ist krank. Herr Müller ist krank. Mr. Müller ist ill. Herr Müller ist krank. Mr. Müller ist ill. Er braucht einen Arzttermin. Er braucht einen Arzttermin. He needs a doctor's appointment. Er braucht einen Arzttermin. Er ruft bei der Ärztin an. Er ruft bei der Ärztin an. He calls the doctor. Er ruft bei der Ärztin an. Thank you very much for watching. Goodbye and auf Wiedersehen.